das Ding hier. Heute wollen wir wieder schön Beschleunigungsfahrten machen. Dafür sitze ich in einem herrlichen kleinen Kraftfahrzeug. Ihr habt natürlich schon gelesen, welches, komme ich gleich drauf zu. Erstmal, was machen wir und wie machen wir es? Wir fahren hier von 0 auf 100 zweimal, um einen schönen Vergleichswert zu haben. Wir fahren hier von 0 auf 200 zweimal, um einen schönen Vergleichswert zu haben. Und wir fahren von 100 auf 200 zweimal, um einen schönen Vergleichswert zu haben. Genau, das soll heute passieren. Ne? Ich bin Dean, ihr guckt Carwow. Und als allererstes aber, was für ein Auto haben wir hier? C63 AMG ist das Stichwort, aber die ganzen Specs, die solltet ihr euch jetzt angucken. Genau, dieses schöne Auto wollen wir halt also nach oben prügeln, schön gemeinsam, und starten direkt hier in was für ein Modus. Wir haben unterschiedliche Fahrmodi hier, Race, Sport Plus und Sport erlauben es dir auch die Launch Control zu benutzen. Dafür bist du dann hier, wie gesagt, in dem, ich bin jetzt im Race-Modus, musst du dann irgendwie drauf treten, mit dem linken Fuß auf der Bremse, mit dem rechten gibst du Gas, dann steht im Display auf einmal hier, pass auf, los geht es, mit der Launch Control aktiviert und alles, und dann lässt du eben los, wie man es eben kennt. Dazu lege ich hier die Fahrmodi immer ein, hier nämlich D, Drive, Race habe ich ja eben was erklärt, und dann geht es hier los, ne, mit unserer Messung 0 auf 100. Race Logic Tool haben wir da vorne drin und schon geht es los. Ich habe richtig Bock drauf und Achtung. Alter, das war natürlich, alter Schwede, verliert er Traktion hier. Ne? So, wir sind schon lange durch. 5,32 Sekunden hat es gebraucht. 3,9 Sekunden sagt ja Hersteller, ist so. 5,32 ist natürlich nicht das, was du eigentlich lesen willst bei AMG C63, wenn das vorne dran steht. Also, wir machen unseren zweiten Versuch. Ich versuche im Zweifel jetzt mal nicht mit Launch Control loszufahren, weil ich halt... ja, ich verliere Traktion. Ne? Der scheppert. Er packt halt nicht richtig zu dann an das Fall dran. So, zweiter Versuch. Ich werde jetzt mal in Sport Plus Modus gehen. Und ich werde die Launch Control nicht benutzen. Einfach mal aus Vergleich. Ne? Also, und los geht es. Dümmer, ne? Was verliert er denn so krass Traktion? Das ist echt ja, nicht optimal hier für so einen zornigen Onkel. Achtung, 5 Euro fürs Phrasenschwein. Er kriegt seine Pers nicht auf die Straße. Ne? Das sind aber jetzt unsere Messungen. 5,78 haben wir jetzt gebraucht. Wir machen weiter mit 0 auf 200. Wenn euch das alles nicht passt, wie wir es hier machen, das sind ja so die ersten Dinge, die wir jetzt mal ausprobieren, dann könnt ihr das einfach kommentieren und dann werde ich mich danach richten. Das hier, wie gesagt, sind jetzt Dinge, die wir einfach mal hinten an andere Produktionen mit dranhängen, um euch mal neue Dinge anzubieten. Und wenn euch die gefallen, dann skalieren wir die schön hoch mit euch gemeinsam. 0 auf 200 wollen wir jetzt testen. Ich gehe wieder zurück in den Race-Modus. Da will ich sein. Ich werde auch wieder mit Launch-Control starten. So soll es sein. Und dann geht's von 0 auf 200 direkt los, Freunde der Sonne. Und los. Alter Schwede, Mac ist... Alter Schwede. Eieieiei. Ist aber 15,10. Oh ja, Spaß macht trotzdem. Ist auch geil, dass ich euch nie angucke, sondern immer dahin gucke, weil da halt mein Race Logic Tool hängt, falls es euch verwirren sollte. Ja, aber nächster Versuch, ne? Also, alles bleibt wie es ist. Ich sage jetzt Launch Control und los geht der Peter. Der war schon deutlich besser jetzt, da bin ich deutlich besser weggekommen. Ja,
schon mal deutlich besser. Na, deutlich. ja gut, eine halbe Sekunde immerhin, mehr als eine halbe Sekunde. Das ist schon deutlich. Muss man sich so ein bisschen da ranfuchsen. Aber gut, wir haben unsere zwei Messungen und jetzt soll es weitergehen mit 100 auf 200. Also wir starten jetzt von 100 auf 200. Launch-Control nutze ich trotzdem und Achtung, schon geht es los. Sekunden, 3,9. Boah, kommt ja hin, ne? Es kommt hin. 12. Ja, das ist deine Zeit, Kollege, ne? 9,44 Sekunden von 100 auf 200. So, und los geht die zweite Messung mit 100 auf 200. Und Achtung, es geht los. Ja. Ja, ach, das ist jetzt auch eine Maschine, das Ding hier! So, puff. 9,3. Ja. Also, was du sagen kannst, das Ding hier, der C63 AMG, was für eine richtige Höllenmaschine. Das Ding ist so geil, der Sound, die Beschleunigung, das fühlt sich alles so unfassbar geil an. Witzigerweise erwarte ich eigentlich von den Zahlen irgendwie noch bessere Zahlen. Ne? Aber vom Gefühl her kannst du es eigentlich kaum toppen. Das ist eine richtig geile Fahrmaschine. Ich hoffe, dass ich in Zukunft vielleicht auch mal ein bisschen auf einen Handlingkurs für euch kann mit den Fahrzeugen. Da bin ich überall am Plan dran. Wenn euch das, was ihr jetzt schon gesehen habt, gefällt, dann lasst mir schön ein Abo da. Da kommt am Ende nochmal ein schöner Zusammenschnitt von unseren schönen Bildern, die wir hier bei unseren Beschleunigungsfahrten aufgesammelt haben. Da könnt ihr dann letztendlich diese schöne kleine Abo-Glocke, die blaue, wie ich sie nenne, drücken. Und wenn ihr schon ich sie als Abo-Glocke bezeichne, dann könnt ihr auch gleich die Glocke auch noch anklicken, damit ihr mal schön seht, wenn neue Sachen kommen. Und ansonsten kommentiert rein, was ihr besser oder anders sehen wollt. Ne? Vielen Dank, tschüss, bis zum nächsten Mal.